Dass ich da mit einer Hausverwaltung, dass ich dann schicke, mit der Eisenohrhaut oder wie das ist. Ja, das finde ich jetzt aber also sind eingedrängt, viele sind Aber jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Haben Sie einen Bruder oder sowas gehabt? Nein. Wir haben ihn Friedrich so leider schnell gebracht. Habe ich schon gelesen. Der war eigentlich jetzt halt verstorben. Ist. Ich wusste es nicht, aber ich habe es gelesen. Das ist auch nicht mehr gesagt. Peter Schnellbach. Klaus. Peter Schnellbach gibt es in Negerkommunen. Da gibt es sogar eine Peter Schnellbach-Straße. Aber da bin ich über 47 Ege verwandt. Also, nee, aber ja, ich habe das nicht gewusst. Also ich habe den auch nie kennengelernt. Ja, war nett. Aber der hat für uns so einige Kärtchen und Sachen gedruckt. Ja. Diese Unterstützung. Ich habe das ja mit Freunden von der Frau Krämer mitgeteilt bekommen. Oder Herr Kölsch hat es vielleicht gesagt, wir haben mit Herrn Kölsch, ich habe die Aufnahmen hier, ich habe es gerade gezeigt gehabt, haben wir schon mal gemacht gehabt, okay. Aber gerade beim Zufall, ich da war Herr Kölsch noch. Ne? Und ja gut, da haben wir da hinten hingestellt und schon ein paar Aufnahmen gemacht gehabt. Er hatte ja gehofft gehabt, dass wir es früher machen könnten, dass er vielleicht dann nochmal, bevor er nach Frankreich gegangen ist, gucken könnte nochmal. Aber das hat leider nicht stattgefunden. Ne? Ja, jetzt viele Fische um sich rum. Ja. Ja, das ist dann mühsam. Aber ich weiß nicht, wir haben uns ja schon mal engagiert. Ne? Hier. Und zwar im Teehaus. Im Teehaus, okay. Und zwar, wenn Sie da reinkommen, stehen zwei so große Wahnsinn. Ja. Und ich hatte eben schon mal angefangen zu erzählen, wir waren 2001, war es glaube ich, in China gewesen. Sind den Yangtze von, wie ist das jetzt so, von wo wir weggefahren sind, da kommen wir auch ein bisschen drauf. Und sind so, ich glaube nachher war es 2009 oder sowas, wurde ja die Staumauer zugemacht. Ja. Und dann wurde das ja angestaut, dort 600 Kilometer, bis nach Chongqing, jetzt habe ich es, da sind wir auf Schiff gegangen. Und sind dann bis nach Shanghai gefahren. Okay. Und da war es so gewesen, dass es die Mauer dort so war, dass man, ach Frau Schatz, dass man drumherum fahren konnte um die Mauer. Okay. Hallo, Frau Schatz. Ja, das sagte ich eben schon, die ist also über 3 Kilometer lang, 185 Meter hoch. Und da gibt es also 2 und oben etwa 12 Meter breit. Wir waren auf der Mauer gestanden sogar schon, haben sie uns angesehen. Da gibt es also 2 Möglichkeiten, die ich eben auch schon erwähnt habe. Da fahren ja Schiffe, da sind also hier dann kleine Kähne, die auf dem Rhein sind, bis zu 10.000 Bruttorückgäste, da fahren da welche. Das ist also schon hochseereif im Grunde genommen. Und es ist so, dass die also die Schiffe raufzufördern oder wieder abzusacken bis auf das andere Niveau, ist es so, dass sie einmal eine Staustufe haben oder mehr von 5 Stufen, wo sie einfach runter oder rauf. Ja. Und das andere ist ein regelrechter Fahrstuhl, bis zu 3000 Fotoregistertonnen werden die rauf und runter gefahren. Und diese großen Ketten, die sie dafür benötigen, wurden in England gemacht und das ganze elektrische Sache, weil sie Strom erzeugen können, war seinerzeit alles vom Siemens gemacht worden. Das war im Schnellgang jetzt. Dann kamen wir zurück. Da kamen wir jetzt zurück und dann fing das an mit dem Bau vom Teehaus. Und da haben wir gesagt, okay, engagieren wir uns, hat uns so gut gefallen gehabt. Okay. Und das war ja seinerzeit, war es ja, glaube ich, das größte in Europa gewesen, was gebaut wurde dann. Heute weiß ich nicht, wie sich die Situation ist. Und da habe ich damals in Herrn Kölsch gesagt gehabt, also wir wollen nicht sagen, der Stein gehört uns und da gehört der Ziegel, sondern wir wollen was haben, was also wirklich eine bestimmte Menge ausmacht. Und dann haben die diese 2 großen Flaschen aus China sogar hierher gebracht. Und die stehen also da jetzt hier, was in dem Raum rechts und links drin. Ich hoffe, dass sie noch dort stehen. Ja, die stehen noch dort. Also der Herr Wagen ist sein erstes unterstützendes Engagement. Wir beide zusammen. Also Ehepaar Wagen waren diese Vasen für das chinesische Teehaus, eben durch seine Reise inspiriert, die er vorher gemacht hat. Ja.
Und jetzt könnten Sie vielleicht noch mal erklären, Herr Wagner, was Sie jetzt zu dem weiteren großen Engagement bewogen hat, hier im Aquarium ausgerechnet, hier auch noch mal. Wäre meine Frage gewesen. Sie haben das Hello Aquarium oder was? Ja, also wie sagt man schön, ich war früher Aquarianer. Hört sich zwar komisch an, aber wie soll's. Aber das war wirklich eine Miniaturausgabe, wenn ich das vergleiche. Oh, da konnte man einen schönen Auftrag haben mit den Skalabern. Das sind meine Lieblingsfische. Zumindest in der Größenordnung von Aquarien. Ich hatte also drei kleinere gehabt. Eins hatte, glaube ich, so 25 Liter gehabt. Das andere kleine, wo ich dann, sagen wir mal, Nachzucht drin war von den Kubis. Da konnten wir ja zugucken, wie die sich vermehrt haben. Habe ich dann also drin gehabt. Und so hatte ich also quasi verschiedene Fische gehabt. Von Zebras und Wälze und. Ne? Das ist eigentlich der Grund gewesen, dass ich das gemacht habe, weil ich das also fürchterlich traurig fand, wie es da drüben war. Da war ja am Schluss ja mehr kaputt, als es in Ordnung war, kann man sagen. Und ja, gut, das, angefangen hat es eigentlich, muss ich sagen, gar nicht in Mannheim. Ich bin in Mannheim, in Wiesbaden aufgewachsen, Wiesbaden. Sondern es war ein Umzug gewesen nach Hamburg, wo ich 2 Jahre tätig in der Bank war. Bin eigentlich gelernter Bankkaufmann, später war ja bei der Firma Höchst gewesen, in der Industrie und Techniker gewesen, Industriekaufmann. Und waren wir auf einer Reise gewesen nach Hamburg rauf, da hatte ich schon ein bisschen mit Becken gehabt, da gab es eine nette Episode. Mein Vater hatte mich aufgefahren nach Hamburg. Und wir mussten dann mal den Fischen neue Wasser geben. Sind wir mit denen, die wir im Beutel hatten, ins Toilette gegangen. Oh, das haben Sie zur Luft gehört. Da weiß ich noch, da standen so ein paar Leute daneben. Und die gingen dann und sagten, ihr müsst mal da reingehen, da sind 2 Deppen da drin. Da haben da Fische in den Beutel drin. Das war die Story. Und so hat das angefangen, wie ich da Hamburg gefahren bin. Toll. Ja, okay, damit hat das alles angefangen. Da hatte ich in Hamburg eine lange Zeit, hatte ich die noch gehabt, die 3, 4 Becken, 3 waren es gewesen. Und das habe ich wieder nach Wiesbaden mit zurückgenommen dann. Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, bevor wir hier nach Mannheim gezogen sind. Aber es war schon immer das gewesen, dass ich da Freude für habe, letztendlich. So. Und Sie sind dann gleich nach Friedrichsfeld gezogen, nach Mannheim-Friedrichsfeld? Ja, es war eigentlich so gewesen. Ich war ja, wie gesagt, bei Höchst gewesen. Da habe ich, wann ist das gewesen? Oh, also wurscht auch. Ich wollte endlich ins Ausland, nach 4 Jahren, wenn ich in der Zentrale war. Und ja, wie ich dann immer so schön sagte, hat sie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie können sich wahrscheinlich schon vorstellen, warum, weshalb. Sie hat dann gesagt, ja, wir kriegen Nachwuchs. Und bei Höchst war es so gewesen, wenn man ins Ausland ging, ging natürlich Familie mit, Frau, Kind eventuell. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt hatte, stand es so ungefähr, dass ich eventuell ins Ausland kommen kann. Denn wenn man also bei Höchst weiterkommen wollte, das wird vielleicht heute auch noch der Fall sein, dann musste man sich seine Meriten erstmal im Ausland holen. Dann musste man meistens sich Minimum 3 Jahre verpflichten. Und da ich nur nicht wusste, wo sie mich hinschicken, meistens war es so gewesen, dass man einen irgendwo hingeschickt hatte, nach Afrika. Ein Land, wo also nicht so toll von der Zivilisation das war. Und dann wurde man meistens wieder in Mutterbrust zurückgeholt. Ja, und da ich nicht wusste, was das wird mit dem Ausland, habe ich dann dem leitenden Direktor gesagt, gehabt, ja, so und so ist die Situation. Ihr könnt mir heute nicht sagen, ob ich nach Amerika oder sonst irgendwo komme, wo Zivilisation ist. Dann habe ich gesagt, dann verschieben wir es und haben mich dann in die deutsche Auslandsorganisation geschickt gehabt. Und so war, wir hatten also damals etwa, was waren es, 11 Kontore, wie man damals sagte, gehabt und mit inklusive Ostberlin. Und so bin ich dann eines Tages hier in Mannheim in der Verkaufsstelle, wie es später gelandet. Fast wie Ausland. Und okay. Ja, gut, und so war es dann also gewesen, dass wir hier geblieben sind. Dann hat sich bei Höchst vieles verändert, organisatorisch. Okay. Ist er dann vor etlichen Jahren hier schon aufgelöst worden. Ja.
Und dann bin ich also hier geblieben. Und eine Frage, wann haben Sie zum ersten Mal Luisenpark besucht? Gleich unmittelbar in der Zeit oder haben Sie da erst mal? Muss ja nicht ein Datum sein, aber war das? Das ist schon lange her. Schon lange her. Ich hatte mal zuerst. Im ersten Bogen war das. Nein, das war noch davor gewesen. Noch davor sogar. Ja, vor 75 muss das gewesen sein, weil das erste Jahr gewesen. Ja. Gut, dann sind Sie also ein langer Parkkenner. Das kann ja gut, ich hatte mal zum Anlass Geburtstag oder was weiß ich, habe ich mal eine Jahreskarte geschenkt bekommen. Mhm. Und seitdem sind wir dann meistens hierher gekommen. Perfekt, so muss es laufen. Seit wann leben Sie in Mannheim jetzt schon? Bitte? Seit wann leben Sie jetzt schon in Mannheim? Moment, das ist richtig, ich sage jetzt. 69. Also Jahr 69, Mitte 69 in Mannheim für dich. Und da hatten Sie aber keine Aquarien mehr dann in Mannheim? Also schon ich weiß gar nicht, doch kurzzeitig hatte ich noch mal was gehabt. Wie wir in der Wohnung waren, hatte ich ganz kurz noch mal welche gehabt. Ja, ja ganz kurz noch. Aber jetzt im Gartenteich? Bitte? Im Gartenteich leben auch noch nicht. Ja, es sind aber keine Fische drin. Sind keine Fische drin, nein, ich dachte. Nein, da sind keine Fische drin. Nur Amphibien. Aber Seerosen habe ich drin und Frösche. Frösche habe ich drin gehabt und Kröten habe ich schon drin gehabt. Alles Mögliche. Igel hält sich beinahe drin. Aber die Skalare haben Sie ihnen angetan, haben Sie gesagt. Ja gut, die hatten mir vor damals immer schon unwahrscheinlich gut gefallen. Vor allem, die sind ja natürlich mit der Größe und der Menge des Wassers wachsen sie ja. Und wenn sie nur ein Becken von der Größe haben, dann haben sie etwa die Größe, ein bisschen größer habe ich es gehabt, auch ein bisschen in verschiedenen Farben hatte ich sie auch. Ja. Also die Altumskalare, die werden ja wesentlich größer als die, die wie bitte? Ich sage, das sind Altumskalare, das sind ja welche, die wesentlich größer werden. Es gibt ja welche, die Handteller groß werden. Genau. Aber irgendwo habe ich da hier beim Dena war das, glaube ich, gewesen, habe ich einen Sinn, der war weiß gewesen. Ja, das sind so Farbvarianten, wir sind lieber für die. Sollen wir mal ans Becken gehen einfach und dass wir vielleicht ein Foto machen? Wir haben schon gesagt, speziell. Ja. Ach, der zieht erst noch ein. Frau Krämer? Was sind denn die Kleinen? Sind das so eine Art Wälze oder was ist das da? Ja, da oben, drin ist dann auch auf dem Stand. Ja, das sind Wälze, das sind als Nützlinge drin, die Algen abfressen. Also, man ist gerade auch, ne? Nö. So, wie soll das jetzt vonstatten gehen? Jetzt machen wir das so, sie nehmen einfach den schicken Raum. So. Frau Wagner, würde ich sagen, Sie stellen sich auch zu Ihrem Mann dazu. Ja, Herr Schnellbach, darf die Hand schon mal an den Scheck. Nein, nein, alles perfekt, aber Sie müssen relativ früh kalt, mit einer längeren Zeit. So, und jetzt gucken wir, dass die Skalare ins Bild schwimmen, ja? Ja, ihr müsst ja rufen mal. So. Nee, einfach nur geduldig sein. Haben Sie keine Namen, die wir rufen können? Machen wir uns so ernst, please. Oh Gott, so viele Fotografen sind wir noch nie fotografiert worden. Jetzt kommt auch noch die Frau Schatz. Sehr gut. Sind Sie drauf? Wo sind Sie denn? Versteckt. Im Moment haben Sie sich wieder dahin verabschiedet. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. So vielleicht gerade mal alle gemeinsam zu mir gucken. Ja. Genau. Ja, wir machen es drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Danke. Danke. Ich habe sie gerufen. Perfekt. Sie haben schon ein gutes Aber hier so aufgebaut. Kommen, die Skalare kommen. Eins, zwei. Ein bisschen frei halten noch. Ja. Super. Schon, wo ist denn dein hingekommen, der Apparat? Was fehlt denn? Mein Apparat? Nein, fehlt gar nicht. Sag, bist du woanders hin? Weil der Hingebracht ist schon draußen, da würde ich nochmal versuchen, noch was zu tun. Mensch, warum packst du die denn auch so? Nee, du bist da reingepackt. Aber die hast du schon. Die Brille. Komm mal, Jens. Jetzt fange ich an zu kuscheln, dass dein Stift nicht.
deswegen ja fast. Ja, wenn es dichter, wenn es dann mal dicht bewachsen ist, ist es ja so, die haben ja diese Längsstreifen, die sind ja quasi dazu, die Form aufzulösen. Wir hoffen auf viele Nachahmer, von daher bin ich auch dankbar den Mädchen, dass sie in der großen Zahl gekommen sind und darüber berichten werden. Weil es natürlich ein toller Aufschlag ist, gerade hier, wo man auch dann immer etwas sieht, wo man hergehen kann, auch wenn es wieder mal schlechter ist, kann seine Tiere anschauen hier. Und ich glaube, das ist ein toller Anfang. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, Sie im Park hier jederzeit sehen zu können. Haben Sie schon eine Jahreskarte? Bitte? Haben Sie schon eine Jahreskarte? Die alte. Ah, ja, die alte, okay. Ja, also die Buga war bei uns schlecht gewesen dieses Jahr. Also entweder war das Wetter zu heiß gewesen oder sie hatte Probleme gewonnen, mit sich gebracht, gesundheitlicher Art. Wir waren, glaube ich, nur 3-4 Mal da, außer das, wo wir uns getroffen haben, waren wir, glaube ich, nur 3-4 Mal da gewesen. Also die Karte beileibe nicht, haben wir die. Ja, zweimal waren wir mit der Gondel rübergefahren auch. Und dann mit der Bahn da rumgefahren, ein bisschen auch. Hatte ich Ihnen ja gesagt, dass man da auch fahren kann. Ja, alles weil auch eben schlecht laufen kann. Aber schon ein schönes Erlebnis, mit der Gondel oder zu fahren, oder? Also Gondel fahren können wir sehr viel, weil wir früher viel im Ski gewesen waren. Aber es macht einen Unterschied. Ja, sicher. Mannheim und die Berge sind ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn Sie, sagen wir mal, auf fast 3500 Meter auffahren. Das ist ein bisschen was anderes als hier. Aber ich habe es leider nicht gepackt, aber abends, mein Sohn hat es gemacht, das heißt, es wäre wunderschön gewesen, abends bei untergehender Sonne dann hier lang zu fahren mit der Gondel. Es ist ein Schall, dass ich den nicht weiter behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre immer weiter eine Attraktion. Ne? Ja, es ist eine Attraktion zum Hinschauen, aber die Attraktion nicht, dass sie sich wirtschaftlich betreiben. Das ja, weil das drüben ja nicht mehr so läuft, dann wie es jetzt ist. Weil da drüben ganz eine Ausstellung. Genau, die Verbindung ist, die, ist keine hochfrequentierte Verbindung. Von daher gesehen, wir haben es tatsächlich mal geprüft, auch von Käfertal, das dann weiterführt Richtung Bahnhof, vor 3-4 Jahren auch mit den Verkehrsbetrieben zusammen, aber das ist, ja, es ist unwirtschaftlich. Wir brauchen halt so 200 Zahlende pro Stunde ungefähr. Das wird dann eng. Ja, ich hatte auch mal eine ziemlich schwarze. Und dann kommt ja als das Junge dann zu mir. Acht Stück sind da. Es sind ja aber